Ja, wir sind jetzt hier bei Jörg Dusterwald. Das ist ein Bodypainter, der gerade eine ganz knackige, erotische, gut gebaute junge Dame bemalt, einen Kalender mitgestaltet hat. Also er hat die Dame bemalt, ganz erotisch. Und mit dem möchte ich jetzt reden, weil ich finde, solche Objekte hat ein Mann ja nicht jeden Tag in der Hand, dass er sie so verschönt. Und der soll mir jetzt was dazu sagen. Herr Dusterwald, Sie bemalen die Dame als Baum. Ja, das ist richtig. In diesem Fall eine Birke. Okay. Haben Sie eine besondere Affinität zu Birken? Nein, das ist aus dem Projekt heraus entstanden, weil wir ja viele verschiedene Landschaften machen. Und da kommen auch Birken bei vor. Gut, aber es muss ja einen Grund geben. Sie sind ja Bodypainter. Und ich meine, Frauen in Bäume zu verwandeln, macht Ihnen das besonderen Spaß? Ist das besonders sexy, besonders erotisch? Oder wie sind Sie auf die Bäume gekommen? Die Bäume sind Bestandteil dieses Landschaftsprojektes, was dann jetzt in diesem Kalender gemündet hat. Ein Gemeinschaftsprojekt mit zwei Fotografen, Landschaft und Menschen zusammenzubringen. Und meine Komponente ist halt die Malerei, mit der Malerei die Menschen in diese Landschaft zu integrieren. Und in diesem Fall waren es halt Bäume. Es gibt auch Felsen, es gibt auch Wasserfälle, es gibt auch Laub. Aber es sind immer Frauen, die Sie bemalen, oder? Nicht pauschal, aber mit den Herren ist es immer ein bisschen schwierig, weil die haben so viele Haare, das geht nicht so gut. Aber für dieses Projekt waren es Frauen, ist doch korrekt, ne? Für dieses Projekt waren es im Moment Frauen, ja. Und hat Ihnen das besonders Spaß gemacht? Also ich sag mal so, ich möchte mich ja im Moment nicht als Birke verwandeln lassen, eine Birke hätten Sie ja auch schon halt. Aber ist das so, ja, wie soll ich mal sagen, eine Frau in eine Birke zu verwandeln, löst das irgendwas bei Ihnen aus? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Für mich ist das Arbeit, das ist mein Job und mein künstlerisches Tun. Menschen zu verwandeln und Strukturen zu geben und mit der Anatomie zu arbeiten. Und natürlich ist es eine spannende Aufgabe, weil die Leinwand einfach dreidimensional ist und sie bewegt sich und das ist natürlich sehr spannend. Haben Sie denn so eine besondere Art, Ihr Objekt dann auch zu beruhigen? Weil die muss ja, wie lange muss sie stehen, bis sie so als Birke verwandelt ist? Ja, also ein ganzes Painting, also die Birke ist noch relativ schnell zu machen, 3-4 Stunden, ein ganzes Painting. Mit allen Details, die dazugehören, dauert schon 4, 5, 6 Stunden manchmal. Ja, also das heißt, Sie müssen Ihr Model doch ein bisschen bei Laune halten, oder? Die Damen, die bei mir mitmachen, wissen, worauf sie sich einlassen. Und es ist sehr anstrengend für alle Beteiligten und es gehört viel Kondition dazu. Stabiler Kreislauf, gut gefrühstückt und gute Laune sollte man immer dabei haben. Sonst macht es auch keinen Spaß. Es ist wirklich für beide sehr anstrengend. Aber es ist trotzdem, ich sag mal, es kommt trotzdem sehr angenehm rüber, es kommt auch ein bisschen sexy rüber. Also eine Birke als Frau, ich finde es super klasse. Wie stehen Sie denn eigentlich so zu, ich komme hier auch von 110 Facebook Avenue, zur Multimedialen, also sprich, also dass man verbindet einen Kalender, dass der zum Beispiel auch als E-Book wäre oder dass man eine Birke zum Beispiel sprechen lassen könnte als kleines Video. Wie finden Sie sowas? Das mag alles toll sein. Ich bin überhaupt gar kein Technikmann. Nicht, dass ich das nicht gut finde, aber ich mag mich nicht damit auseinandersetzen. Ich bin Maler, Künstler, Gestalter und mit meiner Malerei, meiner Künstlerwelt, da ist schon ganz gut. Weiß aber auch, dass man natürlich sich diesen ganzen Medien nicht entziehen kann und diese elektronischen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, da geht so einiges sicher. Okay, ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für Ihren Kalender, auch für Ihre Models, dass Sie es durchstehen und auch viele kreative Gedanken. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, das war's. Ein spannendes Projekt. Und wir gucken mal, was wir noch erleben können.